Die spielerische Form und ihre zerstörende Wirkung lässt sich am Hasardeur und am Don Juan am deutlichsten aufweisen. Der Hasardeur will, wie er es nennt, spielend gewinnen. Das aber heißt für ihn Mühe und verantwortungslos ans Ziel gelangen. Er ist dem Spiel verfallen, ist süchtig und angstgetrieben, hofft auf die große Chance, die das Schicksal ihm zuspielen soll. Er betrügt sich, da er vom Schicksal erwartet, was zu leisten er selber nicht fähig ist. Auch im Don Juan ist es die Sucht, die ihn treibt, und es ist seine Unfähigkeit zu lieben. Die sinnlos gehäuften flüchtigen Begegnungen dienen ja nur dazu, die Liebeswirklichkeit zu verneinen. Hinter der Tatsache, dass ihm die Verführung immer wieder gleichsam spielend gelingt, verbirgt sich angstgeborene Selbstzerstörung. Die Folgen des erzwungenen Gelingens, die bereits erwähnt wurden, werden hier überdeutlich. Die Handlungen nehmen zwanghaften Wiederholungscharakter an, werden damit sinnlos und enden in der Zerstörung. Beide, der Hasardeur und der Don Juan, sind die Negation des spielenden Gelingens. Sie betrügen sich um die Arbeit an sich selber, sind die verführten Verführer. Sie sind weder im Einklang mit sich selber noch mit der Welt. Aber nur demjenigen, der durch hartnäckige Arbeit dahin reift, dass er im Einklang steht mit dem, was er tut, der also nichts vergewaltigt noch erzwingt, der sich von dem verfälschenden Verstricktsein im eigenen Ich befreite, dem fallen die Dinge und Geschehnisse zu, weil er von ihnen weder getrennt noch mit ihnen verschmolzen ist. Denn er hat die Ich-Weltspannung aufgehoben und überwunden. Er hat den Subjekt-Objekt-Gegensatz, das Gegenübersein, in das Miteinander verwandelt. Gut ist es, wenn einem das schon im Leben gelingt, wenn es nicht erst vom Tode erzwungen werden muss.